sagen 3, 2, 1, go! Oder auch nicht, weil ich Trottel. Ach, so mache ich das jedes Mal. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. On a scale from 1 to 10, how much memes are in this chat? Keine Ahnung, 3 oder so. Würde ich sagen. Drei, zwei, eins, go. So, jetzt. Es gibt einen neuen Star Wars Trailer. Meinst du diesen japanischen? Oder einen wirklich neuen? How the hell they find us out here? These guys have been telling me for weeks. Meinst du einen wirklich neuen Trailer oder der einfach der japanische? Weil den japanischen habe ich heute schon gesehen. Super gemacht. Wow, das war dumm. Und ich könnte jetzt auch einfach hier stehen, ne? Ja, ja. Ja, den japanischen, der ist neu. Wo ist der denn neu? Also, er hat neue Szenen, ja? Ohne Frage, aber neu? Er hat einfach ein paar neue Szenen. Den Rest kannte man schon. Warte, wenn ich hier stehe, von wo kommen die gleich? Die kommen gleich von hier, ne? So viel zu, nach dem Stream können wir noch kurz reden, ne, Wednesday? Voller Lügner, du. Wednesday, du bleibst jetzt wach. Du bleibst jetzt einfach wach. So genau steht die jetzt hier. Elena, dir ist schon klar, dass du mir gerade so ein bisschen im Weg stehst, ne? Aber ich könnte auch das fließen. Willst du mich verarschen, Drake? Danke. Okay, ich merke schon, ich muss. Jo, bis dann, Enster. Vielen Dank, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Ich finde schön, wie das fast genau die gleiche Zeit war. Wir waren Millisekunden, ein paar Millisekunden mehr als der letzte Run. Einen neuen Zurück in die Zukunft machen? Was ist ein Rhythmus? Smaragd! Du bist doch der Musikexperte. Erzähl uns, was ein Rhythmus ist. Auch ein paar mehr Memes, um wach zu bleiben. Ich werde damit wahrscheinlich auf. Also, mein. Ich müsste mich jetzt erstmal um 10 Minuten verbessern. Damit ich nicht auf dem letzten Platz lande, weil. Ich glaube, der Run auf dem letzten Platz hat eine Zeit von 50 irgendwas gerade. Und das ist nicht mal so eine gute Zeit. Und da hat er schon ziemlich hardcore verkackt. Das heißt, wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal auf den letzten Platz fallen. Aber es ist ja erst der zweite Run, von daher. Who cares? Am I right, guys? GG Schlafrhythmus. Ach, Schlafrhythmus ist doch sowieso nur für Loser. Ja, hat er das gerade wirklich gesagt?
Ja, er hat das gerade wirklich gesagt. Ach, Wednesday, du kannst morgen schlafen. Also, ja. Morgen auf übermorgen. Oder beziehungsweise heute auf morgen. Ja, und du weißt ganz genau, was ich meine. Halt den Rand. TheEarn.com.frankface. Gayweed. Gibt's auch nicht nur TheEarn.com/not oder sowas? Kommt da nicht irgendwie so ein Wind Waker-Ding? Ja, Zylo, sag mir jetzt, dass du TheEarn.com noch nicht kanntest. Als Speedrunner sollte man TheEarn.com eigentlich kennen. Erzähl mir nix. Links zu schmutzigem Video. Also hier kann ich ja schon mal Zeit sparen, indem ich hier einfach nicht runterfalle beim ersten Mal, richtig? Hey, sieh einen an, ich habe Zeit gespart, jetzt schon. Was, wo ist denn mein Rekord bitte 5? 24. Achso, oh ja, ich habe es gerade verwechselt. Never mind, ich bin ein Trottel. No. Ignore me, please. I'm just a man. Ach shit. Danke. Okay. Ja. Erstmal richtig schön asynchron sein. Der Streamer hat gerade kurz gelaggt, ich weiß. Split. Ist jetzt natürlich schade, dass Becky nicht mehr da ist, weil hier könnte ich jetzt ganz viele Goldsplits benutzen. Sieh einen an, ich bin jetzt schon minus eine Minute. Sehr schön. Kaum angefangen, minus eine Minute. Sehr geil. Mal schauen, wie weit unser Sum of Best, wie weit wir unser Sum of Best heute kriegen. Ja, also, ihr müsst jetzt im Chat nicht ausrasten mit den Glottbags. Das ist kein so verdienter Glott. Einfach mal eine Minute sparen. Ihr könnt ein paar Glottbags machen, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt es aber auch lassen, das ist okay. Ist jetzt nicht so der allerkrasseste Glott. Den können wir uns auch schenken eigentlich. Was? Ausrasten! Nope. Cozy. Guys, chill.
Kann mir mal einer erklären, warum man in jedem Metroid Ridley tötet? Okay, pass auf, Zeilo. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit Metroid Lore und so auskennst, aber... Ridley ist der Erzfeind von Samus. Weil... Ridley hat die ganze Kolonie von Samus ausgelöscht. Und sie ist halt die einzige Überlebende von dieser Kolonie. Und das hat Ridley gemacht, als Samus noch klein war. Ich glaube, ich mache das hier gerade irgendwie falsch. Ich hasse diese Stelle so sehr. Wisst ihr was? Fuck this shit, ich gehe den anderen Weg. Und ja, Ridley hat die ganze Kolonie ausgelöscht, in der Samus gewohnt hat. Und ja, seitdem sind sie Erzfeinde. Oder halt. Ja. Aber warum man Ridley in jedem Spiel tötet? Ich habe keine Ahnung. In Metroid Fusion und in Metroid Zero Mission wird erklärt, warum er lebt. Aber warum er in jedem anderen Metroid überhaupt am Leben ist, nachdem man ihn einmal killt, das hat keine Begründung. Das hat keine richtige Begründung. Wie er das macht, wie er was macht. Wie er überlebt jedes Mal oder wie er jedes Mal auftaucht? Ich habe keine Ahnung. Well, that was easy. Stay with me. Wegen einem Schuss. Ey, Alter. Das ist schon das zweite Mal. Oh nein, ich verliere Zeit. Wieso war ich vorhin so viel schneller? Ups. Wie auch immer ich 10 Sekunden verloren habe. Wo habe ich bitte 10 Sekunden verloren? Hey, Pestis! Pestis! Was läuft, Kollege? Wirklich, Spiel, willst du mich verarschen? Dieser Teil sieht in der PlayStation 4-Version geil aus. In der PlayStation 3-Version wird hier nämlich alles, was ihr hier gerade gesehen habt, das sieht man nicht. Das wird ausgegraut durch den, oder das wird nicht mehr sichtbar gemacht durch den Kamerawinkel. Ja, also ich glaube, man kann auch nicht wirklich erklären, warum Ridley in jedem Spiel vorkommt. Weil das erste Metroid, wo wirklich so richtig Story eingefügt wurde, das ist, glaube ich, das war wahrscheinlich Metroid Fusion und Metroid Prime. Und das, bis dahin hattest du also schon 3 Spiele. Obwohl, ich weiß nicht, kommt Ridley in Metroid 2 überhaupt vor? In Metroid 2 bist du ja auf dem Heimatplaneten der Metroid. Ich weiß gar nicht, ob der Ridley irgendwie überhaupt mal auftaucht. Ich habe keine Ahnung. Wäre interessant zu wissen, auf jeden Fall. Und Test ist mein Guter. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's fantastisch.
Oh, I see what's going on here. Machen wir nochmal das hier. Das hat nämlich ganz gut funktioniert. Bin ich zwar out of bounds, aber ist mir doch egal. Ich kann einfach reinrennen. Oder auch nicht. Okay. Vielleicht doch nicht ganz so einfach, wie ich dachte. So, langsam verstehe ich, warum das hier so kompliziert ist. Weil sie haben diese... Also sagen wir einfach mal zwei Spiele, in denen Ridley schon mal vorkommt, ohne dass erklärt wird, warum. Das heißt, die müssen das jetzt im Nachhinein irgendwie erklären, warum Ridley in Metroid 1 und in Super Metroid vorkommt. Und vor allem auch Kraid. Wieso kommt Kraid und Ridley beide in beiden Spielen vor, wenn man die im ersten Spiel beide schon gekillt hat? Wieso zum Geier kommt Mother Brain zweimal vor? Gibt es etwa zwei verschiedene Mother Brains oder was? Also, Once Day, wenn du wirklich fertig bist, dann kannst du von mir aus auch jetzt schon gehen. Also, das können wir auch morgen oder übermorgen machen. Shit in a basket and call me Steve. Fucking game. Danke. Hier hätte ich ein paar Sekunden sparen können, weil ich hier vorhin auch gestorben bin. Oh, Chat, wisst ihr was? Wir können gleich wieder diese lustigen Fass-Out-of-Bounce-Strats benutzen. Den Xuneria Cheerleadern. Alter, Mickey. Mickey wieder mit den besten Ideen. Und was ist Wednesday? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie mad wärst du, wenn ich nach dem Stream einfach schlafen gehe? Wie mad wärst du dann? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fucking mad wärst du, wenn ich einfach schlafen gehen würde? Natürlich gibt's die Seite. Zylo, bitte. Wieso machst du das jedes Mal? Du sollst auf der anderen Seite. Danke. Okay, ich merke schon. Ich muss hier im richtigen Winkel sein, damit er das hier richtig macht. Ich mag die Strat, die ist ja voll geil. Aber warte mal. Yo. Hold your phone. Wenn das da gerade funktioniert hat. Huh. Mir kommt gerade eine Idee. Für einen Trick. Oder halt nicht für einen Trick, aber... Also doch, für einen Trick. Weil wenn das da gerade funktioniert hat, wenn du hinter einer Deckung drüber springst, dass du da out of, also dass da irgendwie Kollision nicht beachtet wird während des Sprungs. Ich weiß zwar nicht, ob das wirklich irgendwo nützlich sein könnte. So, probieren wir das hier nochmal mit dem Weinlaunch. Probieren wir das nochmal. Also, wir sind hier. Wir gehen hier hoch. Und zielen hier hin. Okay, wie oft habe ich gesagt, probiere ich das? Ja, das geht gerade. Nope. Wie kann er denn das Ding... Alter. Nein, du Volltrottel. Oh, wow. RIP.
Nevermind, ich lasse es. Ich übe das in Ruhe, bis ich den Dreh raus habe und bis dahin mache ich das auf die normale Methode. God fucking damn it, Xon. God fucking damn it. Eyes ahead, don't look down. Ich weiß trotzdem nicht genau, wo, was ich hier machen muss, genau. Oder wo. Was etwa hier? Oder hier? Gehst du bitte durch die Wand? Geh doch bitte! Ne, wenn ich hier durch die Wand gehe, dann bin ich ja wieder... Ach, was soll's, ich gehe einfach direkt hier raus. Obwohl, das geht ja gar nicht. Wo soll man denn hier bitte raus? Oh Gott. Das passiert, wenn man an der Stelle ist, bei der man vorher noch nie war. Kann ich wenigstens hier raus? Gibt's irgendwo eine einfache Wand, wo ich einfach durch kann? Danke. Ach, jetzt haben sie mich aber wieder gesehen. Wie zum Geier kommt man hier durch, dass die einen nicht sehen? Wreck. So, war's das? Haben wir genug? Gib mir das mal bitte, danke. Okay. Alter, ich habe mein Fenster gerade offen und hier ist immer noch, hier drin ist immer noch heiß. Ist das die Nervosität, weil neuer Speedrun oder so? Ich hab keine Ahnung. Guys, I don't fucking know. Was soll ich machen? Ist Cyrinox schon wieder abgekackt? Kann es sein, dass Cyrinox gerade schon wieder abgekackt ist, Leute? LOL, Cyrinox ist wirklich gerade wieder abgekackt. What the fuck, man? Cyrinox scheint heute gerade nicht gut drauf zu sein. Ich glaube, er ist heute mad oder so. Es wird gerade zu viel in den Chat geschrieben oder so. Sagen RIP Cyrinox oder so. War das gerade eine neue Bestzeit? Das Aim-Clipping ist doch gar nicht so schwer. Das
heißt, ich kann jetzt tatsächlich also meinen ersten Relay-Run machen. Beide Uncharted-Teile hintereinander. Oh yeah. Das wird episch. Shit! Epic as fuck. Ihr seid bereit. Ja, das hier ist noch ein bisschen nervig. Ich kann ehrlich sagen, der hier ist super nervig. Ach, wirklich. RIP Goldsplit. What? Wow, wirklich. RIP Goldsplit. Im Moment, ich habe hier gar nicht gesplittet, also whatever. Ach, ich habe beim Wein Launch nicht gesplittet. Danke. Wieso nicht jedes Mal so? Das war sehr freundlich, danke, danke. Die alle einfach so sterben, ne? Ach ja, zum Rakt hat ja, glaube ich, ein Hund oder so, ne? Glaube ich. Spiel, bitte, sei kein Fuck. Ist doch so ein dummes Spiel manchmal, echt? Danke. Ah, lame. As shit. Xone, wo sind denn die sicken Time Saves von dir, Bro? Ach ja, normalerweise, egal. Dass ich diesen Sprung jedes Mal hinkriege. Holy crap. Holy crap. Willst du mich verarschen? How fucking stupid is this game? Okay, vielleicht habe ich doch ein bisschen mehr Zeit gespart, als ich dachte. Aber das kommt vom letzten Kapitel. Da, wo ich nicht gesplittet habe, da habe ich wahrscheinlich ganz viel Zeit gespart. Seid ihr bereit für einen super krassen Timesave? Beliebige Hundediskussion hier einfügt. Wollt ihr wirklich über Hunde reden? Aber gibt es doch einen Goldsplit? Warum genau ist das ein Goldsplit? Wieso ist das ein 2-Minuten Goldsplit? Ach so, weil er das letzte Segment nicht mitgezählt hat, ne? Ja gut. Ja gut. Ja gut. Die sollen mir recht sein. Ja, ich habe zweimal hintereinander den Wine Launch Split vergessen. Aber das ist auch ein bisschen dumm, weil ich mache den Wine Launch hier noch nicht. Der Wine Launch ist dieser eine Glitch im Spiel. Und jedes Mal, wenn ich den Glitch geschafft habe, split ich eigentlich. Aber da ich den Glitch jetzt zweimal hintereinander nicht gemacht habe, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, wie der in der PlayStation 4 Version funktioniert, habe ich jetzt zweimal vergessen zu splitten, weil es einfach irgendwie so ungewohnt ist. Tja, ist auf jeden Fall ein interessanter Goldsplit. Interessanter Goldsplit, auf jeden Fall.
Weil das Spiel tut gerade im Moment so, als hätte es den Vine-Launch-Split nie gegeben. Und darum steht ja minus 2 Minuten. Also 2 Minuten habe ich im Vine-Launch-Split gespart, im da im RNGesus-Please-Split habe ich wahrscheinlich sogar nur Zeit verloren. Das heißt, wahrscheinlich hätte ich hier viel mehr Zeit sparen können. Rip this chat. Chat, was macht ihr? Ich glaube, der Chat ist gerade too meme for me. Chat, ihr seid zu meme gerade. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich anfange zu schwitzen, dann mache ich mehr diese Brillen-Hochdrückbewegung irgendwie. It's a high D! Das Niveau ist tiefer als die Titanic. Wow. Rap. Bin gerade wieder. Wieso bin ich gerade schon wieder so asynchron as shit? Hallo, hallo? Okay, jetzt passt wieder. Jesus Christ, ist das nervig. Seht ihr schon wieder gerade? Ich mach das nicht mal. Ich mach das unterbewusst die ganze Zeit. Jesus! Ist Smaragd eigentlich ein Grill? Viel Glück dabei. Ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht. Also, ich kann es dir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob er ein Grill ist oder nicht. Ich glaube nicht, aber ich kann es nicht beweisen. Er könnte ein Grill sein, ich weiß es nicht. Hätte ich das PayPal von unserem... mit unserem PayPal von German hätte ich dir jetzt sagen können.
Einfach geh durch die Wand. Ich glaube, Zylo wäre bei Momo und Drogi ganz gut aufgehoben. Bei Momo wird jeder Mod, der ein Hot Grill ist. Jedes Hot Grill wird da Mod. Ha! See ya! Good luck, mates! Das heißt, da musst du nicht nachschauen, wer ist, sondern du kannst einfach... Jeder, der in dem Chat da Mod ist, ist einfach ein Hot Grill. Aber zumindest bei Drogi. Bei Drogi hat jeder, ist jeder ein Hot Grill. Mit einem Mod-Symbol. Hallihallöchen, Goldsplit von 22 Sekunden. Das war voll wenig. Ja, bei mir ist auch jeder Mod ein Hot Grill eigentlich. So genau nehme ich seine Waffe auf, das macht gar keinen Sinn. Leo. Ja, das war gar nicht so effizient wie vorhin, aber egal. Ja, jeder bei mir mit einem Mod-Symbol ist ein Hot Grill. Jeder. Ich mache keine Nicht-Hot Grills nicht zu Mod. Egal wie gut sie sind. Nur Hot Grills Mod. Das ist die. Wahrscheinlich sollten wir so eine Twitch-Gruppe aufmachen. Wir nennen sie Hot Grills. Wahrscheinlich gibt es schon eine Twitch-Gruppe mit dem Namen Hot Grills, oder? Irgendwie ich einfach nicht sehe durch die Explosion. Die Explosionen sehen so viel krasser aus in diesem Spiel. Take Lena, hit the barrel! Muss ja mal kurz erwähnen, Elena Fischer, die einzige Frau mit einer Pistole mit einem unendlichen Magazin, wie man hier wunderschön erkennen kann. Das ist die sogenannte Infinite Gun, die Infinite Magnum, Magna Gun. Magnagan? Pardon. Ja, es ist keine Magnum, richtig. Es ist einfach irgendwie so eine normale Hubspistole, die man überall herkriegt. Hm. Ich wollte gerade irgendeinen lustigen Witz machen. Mit Infinite und irgendeinem Wort. Aber mir ist kein lustiges Wort angefangen. Wird. Sorry, guys. Ich hab's probiert, lustig zu sein. Das hat nicht geklappt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Hey, hallo Goldsplit von 4 Sekunden. Was für ein lame Goldsplit. Stimmt, Zylo, habe ich dir eigentlich schon mal ein Follow da gelassen? Ich weiß gar nicht, ob ich dir follow oder nicht. Dude, come on. The Jukes. Aber diesmal machen wir es richtig. Oder vielleicht auch nicht. Danke.
Let's just find Sullivan and get the hell out of here. Was? Also OBS sagt mir, dass man mich hören sollte. RIP Mike? Echt? Mike, können wir nicht rippen? Sieht doch okay aus. Okay, macht euch gefasst auf einen krassen Goldsplit, Leute. Das wird jetzt ein mehrminütiger Goldsplit. Bam! 4 Minuten Goldsplit. Bitches! Well, there's no way but forward. Bitches! What is this place? A really elaborate way to hide the damn treasure. Which way do we go? Hmm. Wait a second. Ist gerade irgendwas mit meinem Stream kaputt oder was? Was meint ihr alle im Chat gerade? Die Musik ist gerade ein bisschen zu dramatisch für das Spiel. Es ist. Es ist alles okay? Okay. Das heißt, ich wurde nur getrollt, oder was? Ach ja, und Drogi, nutze deine Info. Warum ich gerade auf so einem krassen Pace bin. Das hier ist die PlayStation 4 Version. Normalerweise run ich die PlayStation 3 Version. Als ob der noch leben würde. Okay, kriege ich das gleich nochmal hin? Oh wow, so nicht. Okay, du sollst mir deine Waffe geben. Easy as peasy, man. Oh shit. Keine Munition mehr. Shit, irgendwie Munition hier. Das ist genau der eine Schuss, den ich verhauen habe. God fucking damn it. Nee, die PlayStation 4 Version hat einfach weniger Ladezeiten. Oder da sind die Ladezeiten wesentlich kürzer. Are you fucking kidding me? Das ist ein Trottel. Das hat einfach weniger Ladezeiten. Oder kürzere Ladezeiten. Also, das hier ist übrigens, also das hier ist ein komplett neuer Run. Die PlayStation 3 und PlayStation 4 Version kann man nicht vergleichen. Es gibt so viele Unterschiede, dass es 2 verschiedene Kategorien sind. Und ich habe heute meinen allerersten Run von der PlayStation 4 Version gemacht und das ist jetzt mein zweiter Run und mein erster Run war einfach mega kacke. Und darum bin ich gerade minus 8 Minuten. Es sind 2 verschiedene Kategorien also, ne? Im Vergleich zu meinem PlayStation 3 Run wäre ich jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, 1, 2, 3 Minuten hinterher.
weil hier alles noch so ungewohnt ist für mich. Ach ja, Zylo, hast du nicht auch einen geilen Namen für deine Community irgendwie? Ich kann mich da an irgendwas erinnern. Ich kann mich da an was erinnern irgendwie. So geht's natürlich auch. Alter, ohne Scheiß, wenn dieser Run noch unter 50 wird, dann würde ich das so feiern. Ich glaube zwar nicht, aber es wäre so episch. Weil wenn ich unter 50 komme, dann wäre ich nicht mal letzter Platz. Dann wäre ich nicht mal letzter Platz, Boys. Nicht letzter Platz sein wäre mein Best, fuck. Ja, hier sind wir wieder an der Stelle, wo ich kaum was erkennen kann. Weil ich das Spiel nicht heller machen kann, was mega nervt. Als ob der noch leben würde. Sehe mir keinen Stich. Erzähl mir doch keine Scheiße. Sully, are you there? Damn it. Sully, come in. Thank God, mate. Where are you? Heading your way. They've got Elena. We have to stop them. Yeah, got problems of my own. Bastards have me pinned down outside the church. Almost there. Oh. Hey, da bin ich wieder. Hey, was geht ab, Leute? Was geht, Leute? Mikrofon scheint wieder abzukacken gerade. RIP! Vielleicht habe ich das, Mackie. Vielleicht habe ich das. Mackie, warum machst du so einen krassen Pyro-Spam? Why you do this, bro? Why you do this? Nein! Shit, das war... Wieso mache ich das jedes Mal? Wieso mache ich das jedes verkackte Mal? Das blick ich nicht. God fucking damn it! Kannst du wirklich Lippen lesen, Smaragd, oder war das nur ein Joke? Das war wahrscheinlich nur der typische Smaragd-Joke, am I right? Shit! Ich muss das irgendwie effizienter machen.
Naja, nee, das reicht nicht mehr. Ach, ich bin ja schon über 50. Rips up 50. Rips up 50. Ripperini, sub 50 Renos. Sub 50 Renos. Tut mir leid, Leute. Es wird kein Sub 50. Es wird nicht mal ein Sub 51. Ach, Mann. Ach, ich bin trotzdem auf dem letzten Platz. Wie lame. Lame. Es shit. Als ob ein normaler Mensch so eine Explosion überleben könnte jetzt mal. Ich find's, wie das einfach jedes Mal funktioniert, das ist so lame. Wie lame ist das denn?